Wir sind jetzt kurz vorm Ende und jetzt werden die Wünsche, glaube ich, größer, habe ich so das Gefühl. Weil der nächste Wunsch, den ich mir wünsche, ist etwas sehr, ja, sehr Altes, etwas sehr, ja, aus meiner Kindheit. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Zeit, als Elena ein Kind war. Ich wollte immer Sicherheit. Ich habe mir nichts mehr gewünscht als Sicherheit. Ich meine, ja, wie ich euch schon mal erzählt habe, bei dem ich wollte erwachsen, ich wollte 18 werden, Wunsch, wollte ich einfach Sicherheit haben. Ich wollte einen Ort haben, an dem ich tatsächlich schlafen kann und das ohne Angst zu haben, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwache, weil die Welt um mich herum einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes explodiert und alle um mich herum und es nur Tod und Mord und Totschlag gibt und so weiter. Das war immer mein großer Wunsch. Ja, und das Ding ist, man muss nicht mal alt, man muss nicht mal bewusst sich sein im Sinne von die Worte kennen, aber so schon als kleines Baby habe ich mir das gewünscht und ja, ich wünsche es mir immer noch. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Wunsch. Bis bald. Tschüss. Nein, Scherz. Nein. An diesem Punkt der Geschichte müssen wir mal ganz, ganz kurz ja, ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, ich habe mir das immer gewünscht. Und ich hab dann, bin dann zu meinen Eltern gekommen. Ihr wisst schon, der Bärt, ich wollte gerade sagen, die Bärtige und der Lulatsch. Das stimmt aber nicht so ganz. Also der Bärtige und die Großgewachsene. Ich bin Erdnuckel im Vergleich zu meinen restlichen Familienmitgliedern. Das ist kein Witz. Also ich bin wirklich, ich bin die Kleingewachsenste. Ich habe nur so 1,70er Kaliber um mich rum. Und ich mit meinen 1, oder 1, eigentlich bin ich 1,66, aber auf einmal, also beim ein einziges Mal beim Abmessen kam 1,68 und seitdem glorifiziere ich das. Also ich bin 1,68. Ich meine, 99% der Messungen haben ergeben 1,66, aber einmal war es 1,68, darum bin ich jetzt 1,68. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann zu den beiden gekommen bin. Und anfangs war ich wirklich wie die Katze, auf die man Wasser schüttet. Und ich war wirklich kratzdurstig ohne Ende. Und meine Eltern haben es dennoch geschafft, dass ich mich bei ihnen so sicher fühle wie nirgendwo anders. Und vor Anfangs 2 Jahre lang. das nennt man anfangs. Mama, andere Adoptivkinder mögen ihre Eltern noch nicht mal mit 18, also sei froh. Nö, nicht wegen 2 Jahren, andere mögen ihre Eltern nie, also. Da geht es nicht mal nur um Adoptivkinder, auch Leibliche können ihre Eltern teilweise jahrzehntelang nicht ausstehen. Also sei froh und beschwer dich nicht. Ich wollte nur das konkretisieren, ich verstehe nicht. Na gut, okay, Mutter meint, wir wollen jetzt konkret sein, es ging um 2 Jahre. Wir müssen jetzt hier wir machen ja jetzt die totale Konkretisierung von einem Video, das gar nicht so lange angelehnt war. Ja. Eigentlich wollten wir es kurz halten, aber meine Mutter meint, dann ziehen wir es jetzt halt in die Länge. Keine Gegenworte mehr. Schön. Ja, auf jeden Fall, nachdem ich schon wieder so rüde unterbrochen wurde, war es dann so, dass ich bei meinen Eltern, dass ich dann bei denen. Also ich habe mich dann hier sicher gefühlt und dann, wie ich schon oft erwähne, schon oft, da kam der Schwabe in mir gerade raus. Ich werde müde. Ich bin ein Müdigkeitsschwabe. Egal. Ja, auf jeden Fall, wie ich schon oft erwähnt, dann ziehe ich es durch. Dann ziehen wir es durch. Lassen wir den Schwabe raus. Ist es halt doch so, dass sie dann am Ende des Tages das Gefühl geht dann. Ja, Zeit, dass ich bei denen sicher bin. Aber dann irgendwann war es dann so, dass dann der Gutachter kommen ist und dann war es vorbei mit der Sicherheit. Und dann habe ich mich nicht mehr sicher gefühlt. Aber dann kam der Moment, in dem ich dann gemerkt habe, zu Hause heißt jetzt sicher sei heißt bei Leid zu sein, die haben Sicherheit geerbt. Und das sind meine Eltern. Oh mein Gott! Also für alle, die jetzt kein Schwäbisch sprechen, nochmal wiederhole ich es nochmal. Also,
Ich habe mich dann sicher gefühlt und habe dann irgendwann kam dann aber dieser Moment, wo dieser Gutachter war, diese Geschichte, die ich nie aufhören werde zu erzählen. Jeder, der diesen Kanal noch in 20 Jahren sehen wird, die Geschichte kommt dann immer noch, das sage ich euch. Ja, und dann war es so, dass dieser Gutachter da war und dann habe ich mich zu Hause nicht mehr sicher gefühlt. Aber dabei ist mir dann bewusst geworden, dass Sicherheit nicht heißt, an einem sicheren Ort zu sein, sondern bei Menschen zu sein, die einem Sicherheit geben. Und das sind nun mal meine Eltern. Abgefahren, ne? Nein, ich meine jetzt gerade so diesen Switch zwischen Schwäbisch und. Ja, das können da Leute mit Schweizerdeutsch. Ja, aber mich schockiert es gerade, weil ich eigentlich im 99% der Fälle total Hochdeutsch spreche. Du hast Mühe, denn du lernst Ja. das kommt schon vielleicht die Ja. Videos andermal weiterbringen. Gut, das war alles, was ich euch dazu erzählen kann. Ja, ich habe das bekommen, was ich mir immer am sehnlichsten als Kind gewünscht habe. Sicherheit. Gut, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.